Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Divinity Dragon Commander. Ich habe jetzt leider einen ganz kleinen Text übersprungen. Ich kam nicht zurück, da kam nämlich der Zauberer aus Trine, beziehungsweise der Zauberer mit der Trine-Stimme und hat dann erzählt, blablub, dass unsere Siege nicht unerkannt blieben. Wir haben jetzt zwei neue Generäle bekommen. Da sehen wir schon die Ausrufungszeichen. Aber zum ersten gehe ich jetzt erstmal in die Werkstatt. Und im Thronsaal werden wahrscheinlich die Generäle sein. Aber wir müssen auch mal Forschung vorantreiben, weil wir haben auch wieder 11 Forschungspunkte. Und er kann uns auch neue Sachen erzählen. Seltsam. Die Raven spricht zu mir in meinen Träumen. Sie erzählt von fantastischen und völlig neuartigen Dingen. Mit den nötigen Materialien kann ich sie alle für euch bauen. Da fällt mir gerade ein, wir gehen kurz mal ins Menü. Und zwar will ich mal die Sprache stärker hervorheben, weil alles andere ist so schrecklich und laut. Und die Sprache ist immer so schrecklich leise. Und dann kommt immer, ja, Proof, du musst auch die Sprache. Und dann mache ich die in den Parts nämlich einzeln lauter. So geht's mich viel besser. Fortsetzen, jetzt dann gucken wir mal. Wird es wieder Nacht, damit das traut. Wir werden selbst besser schmieden als Zwerge. Das sind die Ergebnisse von deiner Forschung. Aha. Ach so, das ist erstmal fürs Spielgeschehen. Jäger, mittelschwere Bodeneinheit. Okay, Transporter, Flugabwehrtürme. Aber ich finde, vielleicht sollte ich erstmal die Schwebepanzer, Verkehrsmittel. Aha, dann können die Schwebepanzer auch noch Sachen transportieren. Mhm. Kann sich dann tarnen. Was haben wir bei fortgeschritten? Panzerschiff wollte ich noch nicht. Mörserturm. Zeppelin. Raketenläufer, bessere Munition. Chemiewaffen. Kampfläufer. Na, das ist, wo die dann selbst explodieren. Begegnung der Käfer. Können die dann in Käfer verwandeln? Moment, dann holen wir uns mal hier den Schaman und die Jäger. Ja, okay, dafür habe ich nicht mehr genug. Wann wird es wieder Nacht? Damit. Ja, das tut sie, Milord. Eine sanfte Stimme singt in meinem Kopf. Aber nur, wenn ich im Schlummerland der Träume bin. Dort führt sie mich zum Ruhm, zeigt mir Dinge, von denen selbst Zauberer nur träumen. Nun, Milord, als euer Vater und Maxos anfingen, die Welt mit ihren tollen Maschinen zu erobern, waren wir Imps völlig fasziniert. Es war unwichtig, ob wir fortan zum Reich eines seltsamen Kriegsherrn gehörten, aber solange er mit diesen Waffen zuschlug, waren wir bereit, ihn mit offenen Armen zu empfangen. Und wie wir das waren! Anscheinend. Dampfbetriebene Riesen an Land, auf See und in der Luft. Welche Ekstase! Was für ein Wunder! Was für eine Genialität! Was für Kanonen! Seitdem, also seit gut 30 Jahren, haben wir Imps unser Leben der Weiterentwicklung dieser herrlichen Maschinen gewidmet. An sich dachte ich echt, das ist ein Gnom. Vor dieser gesegneten Zeit hielten uns die Leute für exzentrische Gnome, die nur herumexperimentierten mit Feuer, Gas und Flüssigkeiten, wie so viele Alchemie-Scharlatane. Aber diese Zeit ist vorbei. Jetzt sind wir Imps Wissenschaftler, ruhmreich und fortschrittlich. Aber in Wirklichkeit haben wir nie unsere Liebe für alles Brennbare aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Aber das macht euch doch nichts aus, oder? Nein, bis später, Grumio. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was für neue Generäle wir haben. Mein Lord Drache, erlaubt mir, euch eure Generäle vorzustellen. Edmund kennt ihr bereits. Aber nun habe ich die Freude, euch ihre Hoheit Lady Catherine, Königin von Westbrück, und Scarlett vorzustellen. Nicht aus edlem Hause, aber mit einem edlen Herz.
Aha, jetzt er nennt mich aber Lord Drache und er ist viel freundlicher als vorhin. Wir vier haben geschworen, euch bei eurer Eroberung als rechtmäßiger Erbe des Throns von Rivellon zu helfen. Ihr seid kein Bastard mehr. Ihr werdet als Kommandant bekannt sein, bis ihr König werdet. Das ging ein schnell. Hoch dem Drachen. Und ich brauchte nur 3 Siege. Hoch. Moment. Das nächste wird sein hoch. Hoch. Und das nächste wird sein hoch. Ja, gut. Hoch. Sehr schön. Jetzt kann ich mit denen allen reden. Ja, Kommandant. Genau, ich bin also nicht es länger ein Bastard. Ganz passend, euch Bastard? Mit diesem Spitznamen bei einem eher offiziellen Anlass anzusprechen. Keine Sorge, er wird mir bestimmt noch ein oder zweimal rausrutschen. Obwohl mein Respekt tatsächlich wächst. Ihr habt eine Gabe für brutale Schlachten. Und Weichlingen bleibt der Sieg meist verwehrt. So, dann reden wir mal mit Scarlet, die richtig ja, scharf alles ist. Alles gut, Kommandant. Ich bin Scarlet und ihr müsst ein Drache sein. Ich wollte schon immer einen reiten. Aber bei euch ist das wohl schwieriger als bei einem Pferd. Ich denke, das gehört zum Spaß dazu. Also sagt einfach Bescheid, wenn ich euch ausreiten soll. Ha, das ist fast schon wie Scarlet Blade. Behandelt mich schlecht und ich kratze euch die Augen aus. Behandelt mich gut und ich schnurre. Eure Wahl, Kommandant. Ja, es ist wie Scarlet Blade. Und sie heißt ja auch Scarlet. Das passt so wunderbar. Wer sich erinnert, Let's Show Scarlet Blade gucken bei mir mal. Ich würde gern sagen, dass es eine Freude ist, euch kennenzulernen, Kommandant. Aber wie die Dinge stehen, muss ich mich zurückhalten. Natürlich ist es eine große Erleichterung, einen Drachenritter als Anführer zu haben, da so ein großartiges Wesen viele Herzen inspiriert, die gewonnen werden müssen, um die sich ausbreitende Dunkelheit zu besiegen. Aber ihr seid der Nachkomme, der männliche Nachkomme noch dazu, einer armseligen Blutlinie, die zur Dekadenz und Korruption neigt, die gleiche, die für den Niedergang überhaupt verantwortlich ist. Vergebt mir, wenn ich mich frage, wird dieser Kommandant sich bewähren und seine Krone verdienen? Natürlich werde ich Weil das. Weil sie uns das schöne Geschlecht nennen. Aber in Wahrheit sind wir Frauen auch gerissener, belastbarer und einfach intelligenter. Gebt einem Reich eine Königin und es floriert. Gebt ihm einen König und es wird zweitrangig, weil jeder Mann nur damit beschäftigt ist, sowohl in seinen Bauch als auch in sein Bett ein zartes Stück Fleisch zu bekommen. Männer sind einfach gestrickt, Kommandant, und sollten daher für einfache Dinge verantwortlich sein. Warum folgt die mir? Das macht überhaupt keinen Sinn, so wie die auf mich drauf ist. Es wird etwas dauern, mich daran zu gewöhnen, euch Kommandant zu nennen. Ich war wirklich dagegen, aber Maxus hat in seiner grenzenlosen Weisheit darauf bestanden, dass wir euch höflicher behandeln. Ich hätte euch Bauer genannt, aber jetzt ist es Kommandant. So wie es im Wesen eines Adlers liegt, bei der Jagd auf niedere Kreaturen von oben, auf die Welt herabzublicken, lässt mich mein Genie weit über andere niedere Kreaturen aufsteigen. Ich bin an der einsamen Spitze, aber genauso will ich es. Die, die es nicht verstehen, also alle, nennen mich einen Einzelgänger und meinen es abwertend. Aber in Wirklichkeit ist es großartig, ein Leben in Einsamkeit zu führen, wenn um euch herum Nicht-Echsen, also Minderwertige, kriechen und krabbeln wie Ungeziefer. Ich bin ein Einsiedler, das liegt in meiner Natur. Und wenn ich mit denen, die ich verachte, in Kontakt komme, spreche ich nun mal von oben herab, weil man nicht auf gleicher Ebene sprechen kann, wenn es sie nicht gibt. Okay. Viel Dialog, jetzt gehen wir auf die Brücke aber und werden auch wieder in die Schlacht ziehen. Wenn es denn irgendwo was zu kämpfen gibt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch einen Kampfläufer stehen. Dann ziehen wir doch alle vier rüber, oder? Den Transporter und 2 Schwebepanzer. Ich glaube, die Schwebepanzer ziehen wir mal rüber. So. Gucken wir mal. Also Goldeinnahmen verdoppeln. Wie sind die denn hier? 3.
Hier kommt Bevölkerung dazu. Hier ist die voll und hier leben nur 1000 maximal. Ja, komm, wir bauen da hier eine Goldmine hin. Dann haben wir noch 8 Gold übrig. Gibt natürlich nichts, was 4 kostet. Machen wir das so. Den Transporter ziehen wir mal. Ziehen wir mal auch hier rüber. Haben wir überhaupt noch irgendwelche Karten? Nee, so nicht. Oh, er greift zum einen meine Hauptbasis an. Toll, Siegwahrscheinlichkeit 30%, Siegwahrscheinlichkeit 15%. Das ist das Problem, ne? Weil wenn ich jetzt hier oben kämpfen würde... Ah, ich habe auch gar kein Geld für den General, ne? Ja, aber wir müssen in den Kampf. Gute Frage, ob das jetzt meine Hauptkarte ist. Ja, scheint so. Also da muss ich auf jeden Fall selbst kämpfen. Aura der Heilung. Vor allem, dass er 70% Siegchance hat, ey. Das ist ja unglaublich. So, nutzen wir den. Aha. Nee, ich kämpfe selbst. Anders geht's gerade nicht. So, dann gibt's hier Zerstörung. Erneuerung. Gut. Und beginnen wir die Schlacht. Und ich hoffe, ich siege, weil sonst habe ich mich schon verloren. Kein Berg hält uns auf. Du bist im Gange, Kommandant. Kampfläufer warten auf eure Entscheidung, Sir. Kampfläufer warten auf eure Entscheidung, Sir. Ich finde auch die Übersichtskarte ein bisschen unübersichtlich einfach. Ich will Kriegsbeute. Wird im Nu fertiggestellt. Kriegsschmiede fertig. Gleich kriegen sie einen vor den Latz geknallt. Au, so. Läuft, Kommandant. Ich vertraue euch voll und ganz, Sir. Ja, er greift natürlich sofort an. Für Sieg und Ehre und Reichtum. Wird im Nu fertiggestellt. Unmöglich, Kommandant. Aber ich brauche auch noch 46 Sekunden, bis ich den Drachen nutzen kann. Bau ist im Gange, Kommandant. Kein Berg hält uns auf. Das Grab ist das ist nicht gerade das richtige Problem, was ich habe. Gleich einsatzbereit, Kommandant. Wir werden sie zertrümmern, ein Bein nach dem anderen. Jetzt aber Sturm stehen. So, 20 Sekunden noch durchhalten. Wir werden angegriffen. Dann kann ich euch nämlich mit supporten. Zitadelle fertig. Eure Einheit ist bald fertig. Rekrutierungszitadelle fertig. Bier für alle! Unmöglich, Kommandant. Ja, aber jetzt machen wir euch eben Platz. Die Welt ist bereit. Bereit für ihren Tod. So, und wieder raus. Schmerzlos. Da ist mich gerade echt scheiße. Eure Einheit ist gleich.
Bereich einsatzbereit, Kommandant. Kampfläufer erwartet eure Anweisungen. Bereit euch zu folgen, sogar bis in den Tod. Kriegen Sie einen vor den Latz geknallt. Zeit zu trinken und zu kämpfen. Ich hoffe, da gibt's eine Taverne. Bazooka geladen und entsichert. Gebaut für den Kampf. Ich hoffe, die KI bleibt erstmal so passiv. Schmiede fertig. Bau ist im Gange, Kommandant. Bau läuft, Kommandant. Wird im Nu fertiggestellt. Unmöglich, Kommandant. Unmöglich, Kommandant. Na? Blast in die Hörner, die Jagd beginnt. Es will mich zwar angreifen. Verdammt, das war zu viel. Einheit wird produziert, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. So, das war schon mal der. Meldet sich zum Dienst. Siegen oder sterben. Einheit wird produziert, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant. Das Grab ist ihr Schicksal. Das Grab ist ihr Schicksal. Muss mal ein bisschen Druck machen. Läuft, Kommandant. Kampfläufer erwartet eure Anweisungen. Der Bluthund ist von der Leine. Jetzt aber stark stehen. Bazooka geladen und entsichert. Genau, erobert das mal. Genauso wie du da oben. Betrunkenen sind die Gedanken eines Nüchternen. Jäger auf der Jagd. Bazooka geladen und entsichert. Wir brauchen Verstärkung. Tod den Thronräubern. Vor allem Tod den Thronräubern. Na komm. Boah. Das ist dann doch recht viel Schaden, den ich gerade krieg. Große Jungs im Anmarsch. Keiner entkommt dem Zwillingsgeschütz. Oh, auflösen. Ich vertraue euch. Komm, mach den eben schnell kaputt, das kostet ja nicht viel. Diese Hexer können sich jetzt tarnen, Kommandant. Ihr wollt nicht, dass sie plötzlich hinter eurem Rücken auftauchen. Ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Kann sein, dass ich gerade all meine Truppen verloren habe. Wir werden sie zertrümmern. Ein Bein nach dem anderen. Abmarsch bereit. Einheit wird produziert, Kommandant. Eure Einheit ist bald fertig. Gut geölt und bereit zum Start. Ist das ein Baum? Nun, jetzt nicht mehr. Warum hält sich eigentlich mein Drache nicht hoch? Ich bin derjenige, der hier gejagt wird. Der Feind setzt jetzt also Schamanen ein. Das ist gar nicht gut. Ei, das ist doch alles gerade mega scheiße. Eure Einheit ist bald fertig. Einheit wird produziert, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant.
Abmarsch bereit. Direkt aus der Bombenakademie. Weil wir solchen Tage noch Druck Einheit aufbauen. Einheit wird produziert, Kommandant. Einheit wird produziert, Kommandant. Ich befürchte, wir haben keine Unterstützung mehr, Kommandant. Oh, maximale Einheiten. Kampfläufer erwartet eure Anweisungen. Bazooka geladen und entsichert. Endlich. Okay, Armeeverhältnis ist ähnlich. Und ich habe halt den Drachen. Zurück, zurück, zurück. Laufender Bierkrug meldet sich zum Dienst. Oh, das war's mit meinem Drachen erstmal. Ach so, das sind Einheitenheiler. Da habe ich gar nicht drauf geachtet sonst. Meine Einheiten werden einfach produziert. Tod den Thronräubern. Der Gegner schickt auch einfach nur die Einheiten auf mich zu. Wo ist die Beute? Im Moment haben wir ganz gutes Gleichgewicht, aber wenn der sich so in der Basis verschanzt, dann sieht das echt scheiße aus für mich. So, jetzt machen wir erstmal dem seine Truppe platt. Jetzt wird er erstmal seine Truppen wieder gegen mich schicken. Und der setzt die einfach nur zur Verteidigung ein, ey. Das ist ja scheiße. Ich vertraue euch voll und ganz, Sir. Sie werden mich gar nicht bemerken. Ich gehe ja schon. Der soll mich angreifen mit seinen Truppen. Ansonsten bin ich einfach so im Nachteil, weil man einfach nur den Feind besser auf sich zulaufen lässt. Na? Na, wie sieht's aus? 53%? Na komm, weg damit. Genau, mach die Tower kaputt. Und jetzt macht alles andere kaputt. Ich glaube, ich habe mehr Heiltruppen. Aber trotzdem, obwohl ich so viele Einheiten schon von dem töte, ist die Balance bei den Truppen fast gleich. Oh, jetzt verliere ich auch richtig. Zum Glück bleiben die anderen Truppen einfach nur hinten stehen, wenn ich die beiden Produktionsstätten hier oben platt machen. Man hört nur, wie ich hier die Tasten hinten hämmer. Eure Einheit ist gleich einsatzbereit, Kommandant. Bodenabwertung fertig.
Man sieht auch in der Mitte, ich kann immer nur eine gewisse Anzahl an Schüsse machen. Sonst überhitzt sich, so aus in der Art. Aber meine Truppe konnte ich erstmal retten. So, jetzt habe ich auch ein besseres Gleichgewicht für meine Truppe. So, gewechselt. Wir haben diesmal auch viel mehr Heiltruppen dabei. So, zurück erstmal. Ah, da kommen die Truppen. Hier. Feuer. Und wieder raus. Boah, dieses ständige Hin- und Herwechseln, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Ist so scheiße. Achso, der Sieg gehört mir. Ja! Ich hab's geschafft, meine Hauptstadt zu verteidigen. Bei einer Siegchance von 30%. Und das war einfach nur so ein dämliches Hin und Her. Das hat mich echt angekotzt, ey. Krasser Scheiß. So. Und mit diesem wundervollen Sieg können wir diesen Part nämlich beenden. Und dieser Kampf, den kann ich nämlich nicht als General nehmen und da muss ich mich meine Armee dann nutzen und die kann ja nichts schaffen. Automatisches Berechnen nur mit der Armee und ich habe da überhaupt niemanden. Da sehen wir dann, was passiert. Man verliert. Verluste 1-4. Schade. Tja. Aber insgesamt gar keine so schlechte Runde. Wenigstens haben wir überlebt. So, Freunde der Spiegeltour. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Commander. Ciao.